In Chemnitz, am Rande der Stadt, gibt es einen einzigartigen Ort, den größten An- und Verkauf weit und breit. Hier findet man alles, was das Herz begehrt. Zumindest alles, was früher einmal modern war. Hier haben wir ungefähr 10.000 Bücher, ein paar Kinositze haben wir noch stehen. Auf der linken Seite befinden sich verschiedene Modelle von Nachtkästchen, unsere Rundfunkabteilung, verschiedene Modelle. Vorne geht es schon mit Nähmaschinen weiter. Was denkst du, wie viel insgesamt hier steht, Stückzahl? Können wir bestimmt 500.000 Teile aufordnen. Das sind Harry, Kaktus und Charge. Sie kaufen und verkaufen fast alles. Besuch von einem Stammkunden. Jan Mixer. Er schaut oft in der Fabrikhalle vorbei und geht bei SBS Deko auf Schatzsuche. Jan Mixer ist beruflich unterwegs und sammelt das, was sonst keiner braucht. Das ist mein Beruf, unter anderem. Also so von Schauspiel über Puppenspiel, Musik. Aber eben bizarre Puppen. Zum Beispiel, das könnte auch sehr gut funktionieren. Ist da schon ein Gesicht, oder? Und da bin ich immer froh, dass es SBS gibt. Weil inzwischen, früher fand man es noch auf dem Sperrmüll und heute findet man in so schönen Hallen wie dieser. Ich habe mal lange in der Psychiatrie gearbeitet, als Krankenpfleger. Und das ist die beste Schule für sowas. Wie man unschwer erkennen kann, oder? Kaktus, der eigentlich Jens Brückert heißt, kommt gerade aus dem Erzgebirge zurück. Er hat einen alten Bauernhof ausgeräumt. Das ist Deko vom Feinsten. Harrys Herz schlägt schneller. Das ist Platine. Das ist aber Hammer, oder? Der ist gut. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ich bin schon 7 Jahre alt. Ja. Das ist gut. Super. Wie schön alt ist der. Und das Beste zum Schluss. Ein altes Hammerklavier. Werden Sie es wieder aufmöbeln können? Ja, und wie es danach ausschaut, das werden wir sehen. Also jetzt schaut es auf jeden Fall erstmal katastrophal aus. Und müssen wir halt sehen, dass wir es hinbringen irgendwie. Morgen ist das Laden neu. Morgen ist es wie Laden neu mit Garantie. Die Spinnweben müssen wir natürlich noch wegmachen, bevor der Pianist ran darf. Aber ansonsten, dem Alter entsprechend, super Zustand. Und wertvoll. Viel Arbeit für Harry, Kaktus und Co. Die Hallen von SBS Deko beherbergen viele skurrile Sachen. Einige davon hat sich der Puppenspieler Jan Mixer geangelt. Tag, Jungs. Ja, hallo. Von der Puppe. Ja, Harry! Wieder schön Quatsch zusammengefunden. Hast du wieder was rausgesucht? Ja, grüß. Hallo, hallo. Stellst du erst mal irgendwo hin, dein Zeug. Am besten du parkst es einmal hier irgendwie ab hier. Ein Phänomen. Hier habe ich ein Musikinstrument hergestellt. Du suchst doch schon seit längerer Zeit die Geschichten hier. Muss mal probieren, damit du was anfangen kannst. Aber ich denke mal, das ist in einem sehr guten Zustand, das Teil. Ja, das sieht gut aus. Ist gut. Müssten wir auch können. Der Harry verkauft mir ganz billig die Sachen. Davon kann ich dann schön mein Theater machen. Mein Gott. Nee, nehme ich mit, ist schön. Mit orangenem Balk. Super.
In einem Cadillac ist der nächste Stammkunde unterwegs. Andreas Göbelt wird in der ganzen Stadt nur Dixie genannt. Er möchte einer jungen Frau helfen. Wo kriegt man das eigentlich immer her, diese Sachen? Es wird uns sehr viel angeboten hier an der Tür. Also die Leute kommen hierher, wir haben Wohnungsberäumungen, wo Leute sagen, wir haben noch schöne Sachen, das müssen wir in Zahlung nehmen, dann, wenn wir die Wohnung leer machen. Ja, und Termine, Inserate haben wir in der Zeitung und fahren täglich Termine. Ja, und da wird uns eben Musikinstrumente auch angeboten, Gott sei Dank. Dieser Raum, wo wir hier sind, das ist eigentlich unser sogenannter Breitschmeißraum. Wo wir eben erstmal sortieren, wenn irgendwie vielleicht auch teure Sachen dabei sind, das können wir nicht draußen in die Gitterboxen reinschmeißen. Und große Sachen, die werden eben dann draußen aufgebaut und ja, und dann versuchen wir eben für alles einen Abnehmer zu finden. Dixie ist ein Chemnitzer Original. Er schaut hier regelmäßig vorbei. Dixie ist Uhrmacher, Musiker und Liebhaber alter Autos. Das ist ein alter 85er Cadillac. Und Autos, vor allen Dingen alte Autos, sind eine große Leidenschaft von mir. Und bei diesen alten Modellen macht man dem Beifahrer die Tür auf. Die Beifahrerin heißt Luisa. Sie sucht Dekoration für ihre Musikkneipe. Und Dixie hat für sie etwas entdeckt. Luisa ist neugierig. Was mag es nur sein? Das schaut ja furchtbar aus. Ja, ja. Da gefällt mir aber der da in der Mitte besser. Der geht schon in die Sesamstraße hier rein. Hier. Ja, der hat schon Ähnlichkeit mit Ernie und mit Bert. Ne? Ja, der ja, das ist auch so ein ganz spezieller Look. Das ist denn hier einfach ein Wasserschlauch sozusagen? Für alte Handschuhe? Einfach den Trichter und dann diese Elefanten sozusagen. Und jeder kann sich... Super. Die gute alte deutsche Brotbüchse. Die Brotbüchse, genau. Na? Mit einem Einfüllstutzen sozusagen und einer Brille. Mehr muss er nicht machen für einen Elefant. Und ich versuche das immer so simpel wie möglich zu lassen. Also so, dass man jetzt nicht da anfängt, irgendwelche Dinge zusammenzuschweißen und versucht, Künstler zu sein, sondern es ist eigentlich, die Formen geben es von sich aus schon völlig vor. Hallo, Harry. Ja, ja. Hallo. Alles klar. Bei Harry, Kaktus und Co. sind die Interessen der Kunden so verschieden wie das Angebot. Routine gibt es nicht. Ob Kuchengabel oder Kleiderschrank, hier gibt es für jeden Geschmack etwas. Das Hammerklavier, das alle für ein Spinett halten, bekommt Kundschaft. Hallo. Hallo, Harry. Ich habe hier die Luisa aus dem Café Casca mitgebracht. Guten Tag. Schön, hallo. Die sucht. Hi. Für ein Restaurant eine Deko oder ein Flügel oder ein Klavier, was vielleicht sogar noch geht. Und da habe ich gedacht, dass Sie das vielleicht interessieren könnte, euer schönes, tolles Spinett. Mhm, ja. Kommen da noch Töne raus? Ja, Töne kommen raus hier, aber... Mal beiseite räumen. Ja, ich räume das ein bisschen weg hier. Aber natürlich wird man da schon ein bisschen stimmen müssen oder so. Also das ist halt... Ja, soll ja auch größtenteils... Bitte? Es soll ja auch größtenteils Deko sein. Da musst du auch der Dixie mal dran rumklampen. Ja. Na, Töne kommen auf jeden Fall raus. Nur wenn man hier das Klavier spielen lernen möchte, dann wäre es nicht ganz günstig. Dann sollte man das schon richtig stimmen, also als Dekoration. Ach, das ist ein tolles Teil, ja. Das ist bestimmt schön. Vielleicht könnt ihr euch mal über den Preis unterhalten. Ich gucke hier hinten noch mal nach den Uhren. Kommt dann noch mal wieder. Ja, na klar. So schlecht. So, der Preis passt. Ja, schau mal da mal. Wir haben schon unseren Preis dafür. Die Vorstellungen sind bei? Naja, ich mache die Preise nicht allein hier. Wir sind ja eine GbR. Das heißt, also ich muss mich da wegen nach meine Kompanions richten, aber wir haben uns gedacht, dass wir uns da so um die 500 Euro einpegeln werden. Für das Gerät. Es ist doch aber hier noch total verwurmt und alles marode und kaputt. Ja, total verwurmt ist was anderes. Also ich meine, nee, Hatscher Füße an. Ja, ich weiß schon, das sind diese, die muss man halt wieder erneuern. Das Metallteil, Messingteil ist da. Ich meine, das ist schon klar, das ist halt mehr wie 100 Jahre alt. Und dass da Schönheitsreparaturen anfallen, das ist schon klar. Ein bisschen kann ich da entgegenkommen, aber das sollte sich... Was kriegen wir da hin, dass wir uns bei 400 Euro treffen?
Das habe ich fast befürchtet, dass die Leute mal gleich 100-Euro-Schritte machen. Ja. Wir holen es ja mit ab. Ja. Sauber machen wird man es auch. Reparieren. Ja. Der Puppenspieler Jan Mixer hat ganz andere Probleme. Der Schrottcontainer steht schon länger vor seiner Werkstatt. Er muss seine alte Fabrikhalle räumen. Besen rein der Übergabe. Übermorgen. Besen rein. Die schöne Halle. Wenn man sich das anguckt, dann blutet einem das Herz. Die Eisenkapitelsäulen. Die schönen Sachen. Warum muss es denn rausziehen? Übermorgen raus und raus deswegen, weil alles abgerissen wird. Weil wir da schöne Regelungen in diesem Land haben. Irgendwelche Rückbauprämien zu zahlen für schöne Hallen. Und andere schöne Sachen. Das ist ein bisschen zum Weinen, ehrlich gesagt. 12 Jahre war man hier drin und hat sich hier dran gehangen. Man hatte seine Ruhe. Ja, man konnte wirklich arbeiten und hatte Platz. Und wenn man so ein bisschen Platz hat, über die Jahre hin, dann sammelt man natürlich, wenn man sowas macht wie ich, dann sammelt man alles, was interessant und lustig aussieht. Und man denkt nicht daran, dass man ausziehen muss irgendwann. Aber wenn es nicht die eigene Halle ist, so wie nun die neue leider auch wieder nicht, dann ist sowas natürlich ein bisschen dumm. Seit 2 Wochen räumt er auf. Was jetzt noch übrig bleibt, verschwindet mit dem Abrissbagger. Jo. Ab in den Müll. Harry und Luisa sind sich immer noch nicht einig geworden. Allerletzte Möglichkeit, aber wirklich, sind 430. Und da ist bei mir dann aus, ehrlich, die machen mich fertig. Ich kann ja das Zeug nicht verschenken. Ja, also bei der Eiergröße. Habt ihr euch auf 200 € geeinigt, endlich mal bei dem schönen Teil? Also bei was für einem Preis seid ihr jetzt? Bei 430. Da lässt sich wirklich nichts mehr machen, gar nichts. Ich habe hier 430. Bei 430, ehrlich, kann ich, wir mussten das holen. Wir müssen hier mit 3 Leuten oder mit 4 Leuten fahren. Das müssen wir dann auch. Ja, deine Halle kostet auch Geld, aber die schöne Uhr könnte man doch dann wenigstens noch, die passt zu hier oben drauf, weißt du, dann die Uhr passt komplett, hier überhaupt nicht die drauf. Passt da oben nee, drauf. Die passt nicht drauf. Ja, komplett bei 430 mit der Uhr könnte ich ja das dann, da kann sie schlafen und du kannst ich kann bleiben. Zwar nicht mehr schlafen, aber ich will das Klavier verkaufen und von mir aus ist die Uhr jetzt dabei, aber dann müssen wir uns hier einigen und müssen die Antwort geben, dass wir hier... Macht das perfekt und das kriegen wir hin so. Das ist schön, das Ding, und das holen wir ab. Wo muss das hin? Barbarossa-Straße, ne? 39. Kriegt man hin, wir holen es selber ab und ihr schlagt ein. Sie tut es mir aber anzahlen heute. Muss bloß eine kleine Anzahlung sein, dass ihr wirklich weiß, dass es weg ist. Ja. Okay, so perfekt, geht's. 430. Alles klar. Harry? Schönen Dank. Bitte. Super. Das ist ein Geschenk, na klar. Ich mach das ja nur alleine. Das Instrument, wenn das richtig poliert dasteht und schön sauber gemacht ist bei irgendwelchen teuren Auktionshäusern, da würde ich mich nicht schämen, wenn da 2500 dran hängt. Wir sind halt die Firma SBS und sind bekannt für Trödel- und Ramschgeschichten hier. Und da geht halt sowas dann eigentlich ein wenig unter. Das ist irgendwie ein wenig traurig, aber ich bin zufrieden, weil wir haben es dementsprechend eingekauft. Und nur wenn ihr Freude habt, haben wir auch Freude. No. Der Puppenspieler hat es endlich geschafft. Tja, das sind jetzt praktisch die letzten Sachen, die mitkommen. Weil sowas kann man natürlich nicht wegwerfen. Ein bizarrer Staubsaugerbaujahr, ich weiß nicht was. Und das wird dann noch irgendeine Theaterfigur. Man sieht schon da die Nase, vielleicht kommen da die Augen hin und her. Der letzte Koffer. Du hast da keinen Sarg mehr drin. Damit vielleicht noch eine kleine Illusion für die Leute erhalten bleibt. Wie kann man denn eigentlich mal mit dem Sarg durch die Gegend fahren? Stört dich das nicht irgendwie? Ich habe ein Theaterstück gemacht damit. Fräulein Müllers Gespür für Tee. Haha. Das ist der eine Grund. Der andere ist einfach, dass es tolle Autos sind. Die sind für mich sehr ästhetische Autos und ich habe damit kein Problem, im Bestattungsauto rumzufahren. Auf zur neuen Halle, zum neuen Glück.
Dixie hat bei Harry, Kaktus und Co. eine Uhr erbeutet. Seine kleine Uhrmacherwerkstatt gehört seit über 100 Jahren zum Chemnitzer Stadtbild. Hallo, mein Bester, wie geht's? Das ist unser Chefgeselle, mein Sohn Ben. Der hält hier die Stellung, wenn ich bei SPS bin. Und das gute Stück, eine Maute Tischer von 1930, gab es da draußen. Und die Linette ist noch total gut erhalten. Also es ist zu schade, das wegzugeben. Stell die hoch in meine Sammlung. Und ist das jetzt Ersatzteilerraum oder für später? Also ich würde denken, dass es zu schade ist, die Uhr zu schlachten. Die eine hier ist sechsfach Schellackpolitur. Sowas hat man früher bei Roter Kunze gemacht, hier vorne zu bestimmten Möbeln. Und freilich, wenn jemand ein Teil braucht, das kommt darauf an, wie notwendig sich das ergibt und wie es sich lohnt, das zu nutzen. Aber zum Wegtun finde ich das zu schade. Und hier, wie gesagt, ist unser Reich. Es ist keine moderne Werkstatt, es ist eine schöne alte Werkstatt. Und die alten Sachen, die gefallen uns sehr, sind noch von meinen Großeltern. Also ich bin jetzt Ed Hermann der Siebte. 1886 hat der alte Hermann auf der Bergstraße die Firma ins Leben gerufen, weil seinerzeit eben viel alte Uhren gebraucht wurden. Durch die Industrialisierung in Chemnitz war das einfach eine große Anfrage und ein Boom. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in der siebten Generation hier und versuchen, das weiterzumachen. Hier haben wir einen klassischen Gründerzeitregulator von der Firma Junghans. Die kennt ja fast jeder. Das ist auch ein sehr schönes Stück. Und die haben damals auch noch ganz solide gebaut mit dicken Messingplatinen. So was läuft auch ewig und hat man ewig. Schön, die Gehäuseverarbeitung ist ein Traum. Das hier ist eine französische Pendule, die ist so um 1850. Die muss noch restauriert werden. Da fehlt das Oberteil, aber auch ein lustiges Stück. Und das ist auch nochmal eine Biedermeier, ganz kleine Tischuhr. Das ist was ganz Tolles. Die haben wir jetzt gebaut und bin auch froh, dass die geht. Die wird noch mit Schlüssel gestellt von hinten. Und das Holzgehäuse ist auch eine ganz tolle Arbeit. Und das ist unsere Mittagsklingel. Hier gibt es nie Mittag, ne? Ja, ja, gibt es nie Mittag. Warum die nicht geht, weiß ich nicht. Jetzt halt hin. Ich habe keinen Hunger gehabt. Harry heißt eigentlich Harald Seifert und stammt aus Nürnberg. Kaktus kommt aus Chemnitz und heißt Jens Burkert. Beide haben vor 15 Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht. Vor der Wende habe ich gearbeitet im Hafen in Rostock. Habe dort Schiffe be- und entladen. Bin zur Wendezeit wieder nach Chemnitz gekommen, habe dann hier eine Umschulung gemacht als Fliesenleger. Ich habe hobbymäßig getrödelt, habe ihn kennengelernt zwischendrin und dann haben wir uns irgendwann zusammengerauft und daraus ist jetzt unser Beruf oder unser Job geworden. Also ich bin in die neuen Bundesländer gekommen, eigentlich über die Telekom und habe hier Telefonkabel verlegt. War natürlich auch immer Gelegenheit, in Dachböden neugierig zu sein, in Kellergängen neugierig zu sein und getrödelt habe ich auch schon. Ja, also ab meinem 18. Lebensjahr kann man sagen. Ja, und das hat sich dann eben wieder bei mir weiterentwickelt. Der Beruf hat das Geld nicht mehr hergegeben. Das war nach der Wende mal kurz 2 Jahre, war da Konjunktur. Ja, und dann eben gleiche Geschichte wie bei meinem Kompagnon. Ja, dann haben wir eben gesagt, wir machen unser Hobby zu unserem Beruf und das macht uns bis heute Spaß. Der dritte Mann im Bunde ist Jörg Scharschmidt, kurz Scharsch genannt. Er und Kaktus sind schon lange befreundet. Kaktus, den kenne ich schon seit dem Kindergarten auf. Und wir sind auch zusammen in die Schule gegangen. Ich habe dann schon gesehen, dass er dann auf dem Flohmarkt dann so seine Geschäfte da gemacht hat und gezielt Zeug schon angekauft hat und wieder weiter verklingelt hat. Und bin dann zum Entschluss dann gekommen, 1994 meine Haupttätigkeit aufzugeben und den Trödel dann mit einzusteigen bei Ihnen. Neue Kundschaft aus Zwickau von einem Altersheim. Uwe Horst Freiherr von Soden und Babette Reinicke suchen Möbel aus den 30er Jahren. Harrys Elektrokenntnisse sind gefragt. Es war der einzige mit 220 Volt. Andere können wir im Altersheim nicht nutzen. Kein Kraftstrom vorhanden in Zwickau. Was machen Sie mit dem Herd? Ich habe eine neue Therapie für Demenzerkrankte entwickelt, Biographic Memory. Und da richten wir Zimmer im Stil der 30er, 40er Jahre ein.
Und das muss rund sein. Also es dürfen keine Objekte aus der modernen Zeit sein. Und deswegen brauchen wir so einen alten Herd. Und das wird also richtig dran wieder gearbeitet. Der Elektro muss den aufarbeiten und dann wird wieder richtig dran gebacken, gekocht mit Demenserknoten. Also hier muss ich einen Kompromiss machen. Ein Herd aus den 30ern gibt es nicht mehr, nimmt man halt 50er. Aber das passt so einigermaßen, weil die Designs sich nicht so damals so gravierend verändert haben. Und da wird also Geschirr, Besteck, Wandbehang, alles was man damals hatte, was also Großmutter noch hatte, wird dort komplett wieder hergerichtet und dann wird in diesen Zimmern mit Demenzerkrankten gearbeitet. Und haben Sie dann mehr gekauft hier schon? Ich will noch mehr kaufen. Wir haben also drei Zimmer, wir haben drei Themen, einmal Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Die Suche geht weiter. Jedes Detail ist wichtig. Okay. Das geht dann so, bloß dass er es halt sieht, wenn er es dann später vorholt. Ja, das ist genau das, was ich suche. Naja, schön. Und der kommt hinten unterm Fenster. Schließlich sollen die Demenzkranken in frühere Zeiten zurückversetzt werden, sich an die alten Dinge erinnern. Hier müsst ihr Kilometergeld kriegen, normalerweise extra für Geld. Ja. Kilometergeld gibt es nicht. Aber dafür guten Umsatz. Nach 2 Stunden sind alle Möbel für das Zwickauer Altersheim gefunden. Und jetzt haben wir eigentlich alle 3 Zimmer fertig. Das ist Küche, das ist Wohnzimmer, Wohnzimmer. Und die 2 Teile kommen ins Schlafzimmer und das kommt noch in die Küche. Und da wir noch einen kleinen Garten auch haben für die Bewohner, habe ich gleich noch den Durchwurf mitgenommen. Dann passt das. Sind wir komplett ausgestattet. Sehr wohl da. Jawohl. Der Kunde ist ja schließlich König. Wird das Konzept im Zwickauer Altersheim aufgehen? Der Puppenspieler Jan Mixer auf dem Weg in seine neue Werkstatt. Wird er sich dort genauso wohl fühlen wie in seiner alten Fabrikhalle? Jetzt sind wir in der neuen Halle, 600 Quadratmeter, also neu, übertrieben, aber 600 Quadratmeter im 2. Stock, die Sachen alle getragen. Und jetzt muss man natürlich den Fundus ordnen sozusagen, das geht hier mit Schuhen los, das ist der Schuhfundus ausgekippt. Könnte man auch eine Trödelauktion jetzt machen? Nee, weil das sind Dinge, die habe ich mir ja deswegen in irgendwelchen Trödelläden geholt, weil ich sie natürlich vorhabe zu verbauen. Und daraus schöne Sachen fürs Theater zu machen. Und da ärgert man sich dann drüber zum Beispiel, wenn man dann sein ebenfalls bei SPS gekauftes Schulskelett hat und dann irgendwelche Leute in mein Lager eingebrochen sind, was es auch noch gibt, und dann eben den Kopf geklaut haben. Der eine oder andere ist längst der Meinung, ich sei der totale Messi, aber ich, der es nun viele Jahre macht, sagen wir mal so, würde mich durchaus nicht als Messi bezeichnen, beziehungsweise mir ist es egal, ob mich jemand bezeichnet als Messi. Man kann nicht losgehen und sagen, ich brauche jetzt für das Stück das und einen zerbeulten Eimer und dies und das und jenes. Man würde es nie finden oder man würde Wochen brauchen. Und so gehe ich durch meinen Fundus und gucke und sage, das nehme ich, oh, das nehme ich. Man probiert es aus und so hat man dann halt eine Figur zusammen und bereits eine Geschichte erzählt, weil das Material schon gelebt hat. Manchmal, wenn ich dann alles satt habe sozusagen, dann setze ich mich in mein Chaos, würde ich mal sagen, und nehme mir mein Instrument und spiele ein bisschen vor mich hin. Dann kommt man wieder so ein bisschen runter. Akkordeonmusik gegen Umzugsstress. Charge im Außeneinsatz. Der war nicht so geplant. Die hübsche Luisa hat die Männer rumgekriegt, das Hammerklavier doch anzuliefern. Oh, ob da noch Töne rauskommen werden? Hallo. Hallo. Macht ihr das ordentlich? Das ist ein Geschenk. Ja, ich habe es
wird ja nicht schwer sein, oder? Ach, komm. Der Rolli ist raus hier. Ja. Zum Scherzen sind die Männer nicht mehr aufgelegt. 250 Kilo schleppen, das reicht. Feiner. Ja. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, wird man am Abend sehen. In Zwickau. Die alten Möbel sind im Altersheim angekommen und aufgestellt. Sie sollen die Demenzkranken an ihre Jugend erinnern und ihr Gedächtnis trainieren helfen. Ne? Man kann es auch im Alter ein bisschen verstehen. Genau. Ne? Okay. Herr Buchter, wie haben Sie denn die Frau Köhler kennengelernt? Ganz. Ganz normal. Ganz normal. Jetzt sind ja oben auf einer Station, ne? Die kam halt einfach irgendwann. Da. Und dann war es auf jeden Fall da. Heimleiter Uwe Horst Freiherr von Soden präsentiert seinen größten Schatz. Wir haben da dieses noch voll funktionsfähige Grammophon, wo wir auch das Glück hatten, dass wir über Antiquitätenhändler und Secondhand-Händler auch noch alte Schellackplatten bekommen haben, sodass hier auch im Rahmen der Therapie diese alten Platten mit dem typischen Knack- und Kratzgeräusch abgespielt werden können. Und wir erleben es immer wieder, dass gerade sehr alte Senioren, die jetzt, ich sag mal, über 80, teilweise 90 sind, die kaum, als sie hier einzogen, noch Gesprächsbereitschaft zeigten, wo einfach auch das Gedächtnis weg war, dass die über diese alten Lieder wieder anfangen, ganze Liedtexte mitzusingen. Sie müssten so eine Stunde mal erleben, was dann auch für eine wirkliche Stimmung aufkommt. Kinder zum Träumen bringt Jan Mixer mit seinen selbstgebauten Puppen. Soli Deo Gloria! Kra, kra! Was sehe ich da? Unseren Fritzen auf einer Kirchturmspitze sitzen. Fritz, wie geht's? Wohin fliegst du des Wegs? Ach Mensch, Rabe, ich bin unterwegs zu den Rasselköppen. Kannst du mir vielleicht sagen, wo die Rasselköppe wohnen? Wenn es tut und wenn es kracht! Bei der hübschen Luisa gibt es heute Abend ein Konzert. Voller Einsatz auch für Dixie und seine Bluesband. Und jetzt kommt der große Augenblick für das Hammerklavier. Was in ihm steckt, keine Ahnung. Dixie und seine Bluesband wird es ausprobieren und uns zeigen, was geht. Yeah, yeah, yeah.